Wir haben vielleicht ein bisschen eine Vision, dass wir einfach das Trennen von verschiedenen Fachdisziplinen, wo jeder einfach etwas macht in seinem Sinn, dass wir das probieren, im Sinn des Generalistentums wieder zusammenzubringen. Wir denken auch schon von der konkreten Bauablauf her oder von der Ausführung her. Also das ist etwas, das immer im Kopf mitschwingt. Wir bauen nicht Wolken und dann tut man das irgendwie umsetzen, sondern wir stellen uns schon vor, wie das am Schluss physisch auch umgesetzt wird und dasteht. Du erlebst eigentlich von der Nutzung. Und wenn man sich mit dem Gedanken auseinandersetzt, kommt natürlich der Ort. Also, wo bin ich da überhaupt? Bin ich da in der Mitte von einer Landschaft, was selten vorkommt? Oder bin ich in der Mitte von einer Stadt? Oder bin ich an einer lauten Straße und hinten da ein Paradies? Und das beeinflusst eine Form oder eine Vorgehen enorm. Das Tüfteln oder auch ein Problem lösen, das machen wir eigentlich gerne. Also das haben wir sicher auch gemeinsam. Du hast mal gesagt, du würdest gerne, wärst vielleicht auch noch gerne Detektiv. Das ist gar nicht so abwägig. Das Problem, das Thomas schildert, wo wir uns daran reiben können, führt uns zu einem Thema im Idealfall. Also Beispiel das Bundesverwaltungsgericht, das wir in St. Gallen bauen konnten, wo es eben ein Satz war. Das Gebäude soll die Würde des Gerichtes reflektieren. Das ist ein weitergreifendes gesellschaftliches oder philosophisches oder kulturelles Thema. Und dann, wenn man anfängt, über den Satz nachzudenken, dann gibt er ganz viel Stoff, um sich architektonisch mit dem zu beschäftigen. Wie kann man Würde darstellen? Wie kann man Würde ist nicht gleich Monumentalität, das ist etwas anderes. Es gibt auch eine Geschichte von Würde in Gerichtsbauten. Dann kann man dieser Geschichte nachgehen, dann kann man sich überlegen, wie kann man das heute übersetzen. Dann kann man das bis ins letzte Material, das man verwendet, kann man an dem Gedanken von der Würde kann man sich ernähren. Und meine Erfahrung ist, wenn man es schafft, so eine Hauptfragestellung zu finden, dann wird alles einfacher und man kann sich der Oberflächlichkeit entziehen. Also mein Büro besteht vor allem aus einem grossen Besprechungstisch, einer Bibliothek und einem kleinen Tisch zum Arbeiten. Das Problem ist, dass viele verschiedene Sachen in meinem Kopf behalten. Ich probiere es einmal mit dem System, dass ich die Sachen noch finde. Wir designen weniger unsere eigenen Büros und unseren eigenen Arbeitsort als die anderen. Wir sind nicht die, die sich so repräsentieren wollen. Es ist für uns ein Arbeitsort, wo man gut arbeiten kann, wo funktioniert, wo eben die Mitarbeiter ihre Räume haben. Das ist irgendwie wichtig, dass man gut arbeiten kann und es repräsentieren. Das sollen dann die Bauten machen. Das wollen wir nicht machen. Also das ist eigentlich der Bau, das ist das Spital und der ist sehr gross. Also wir machen das für uns. Und in der Regel sind die Bauern, nein nicht in der Regel, eigentlich immer sind die Bauern einen Eindruck von dem. Aber es ist nicht so, dass wir ihnen sagen, du, wir müssen ein Modell bauen, ihr müsst uns noch ganz viel Geld zahlen dafür, dass wir das Modell dürfen bauen. Also wir machen das von uns aus und gewinnen da immer ganz viel Sicherheit. Das da oben ist noch das Modell aus der ganz frühen Zeit, da erste Reifraff. Das ist ein Lichtmodell. Und zwar kann man in das Modell jetzt unten ein Loch mit einem Kragen dran. Dann kann man den Kopf reinstecken. Dann kann man vorausgehen. Und dann kann man testen, ob beim Tageslichtzustand über die Bogenfenster noch so viel Licht reinkommt, dass sie den Kinosaal stören, was nicht passieren darf. Wenn man jetzt unten gesehen, der Spital, der bauen wir 7 Jahre. Also haben wir 7 Jahre geplant und jetzt haben wir 7 Jahre bauen. Also da wirst du alt dabei. Das ist das Materialarchiv, wo alle Arten von Massivholz, Bodenbeleg, Keramik, Ziegelsteine usw. Das ist ein Muster für eine Holzschalung
vom Brandhaus in Zürich. Und da oben sieht man nachher die Resultate, wenn man das da reingüsst, wie sich nachher der Ruß niederschlägt im Beton, die schwarzen Spuren hinterlässt, aber auch, wie es die Profilierung von der Oberfläche gibt durch den Brand. Und die Ironie des Schicksals ist eben, dass es das erste gasbefeuerte Brandhaus ist, wo nicht mehr Holz abgebrannt wird. Es ist nur noch eine Erinnerung daran. Die ganzen Materialien sind ein grosser Entwicklungsprozess. Und anfangen tut es ohne Zweifel vorher in der Struktur. Dort ist auch bei vielen Bauten bei uns auch eine grosse Interaktion, die dann stattfindet. Welche Grundbauweise wähle ich eigentlich? Also welches Grundmaterial? Weil wir ja schon sehr der Überzeugung sind, dass eben die verschiedenen Materialien, sagen wir jetzt ein Beton, ein Bachstein, ein Holz, das sind Materialien, die ganz andere Bauweisen zur Folge haben. Und die haben in sich schon eine Charakteristik. Und sie erzeugen unterschiedliche Wirkungen und unterschiedliche Befindlichkeiten. Wir suchen ja nicht eigentlich nach einer Form, sondern wir suchen nach einem Wesen von der Form. Und das, dem Wesen nachzugehen, die Form generiert, das ist eigentlich spannend. Versuchen nicht hinein zu sagen, wir hätten es halt lieber so gemacht, aber wir durften nicht. Das finden wir eine schlechte Ausrede. Und darum versuchen wir, das wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und es gelingt eigentlich auch.